Es geht darum, dass diese Tat auch mit aller Härte des Rechts verfolgt und bestraft wird. Und ich habe Verständnis dafür, dass solche Taten in unserem Land auch zu Empörung führen. Und es ist selbstverständlich, dass Menschen dieser Empörung Ausdruck verleihen. Es ist aber genauso selbstverständlich, dass dieser Ausdruck der Empörung den Regeln unseres Rechtsstaats, die Regeln unseres Rechtsstaats einzuhalten hat. Das, was an radikaler Hetze, Hitlergruß-Anschlag auf jüdisches Lokal zu sehen war, das darf keinen Millimeter Platz haben. Dem stellen wir uns natürlich entgegen, und zwar hier politisch und auch mit allen Mitteln des Rechtsstaats.